Es war eine Woche, die ihre Leben verändert hat. Wir haben Kiew verlassen. Das Befehl lautet, dass wir an die Front geschickt werden. Eine Woche, die ganz Europa verändert hat. Civilians have to be, as they said, are safe. Als Russland vor einer Woche der Ukraine den Krieg erklärt hat, haben wir angefangen, die Ereignisse zu dokumentieren. Wir sind an der Grenze gefahren, haben Menschen im Land kontaktiert. Hier sind ihre Geschichten. Die erste Nachricht, die uns erreicht, kommt von Dimitri. Wir sind in der rechten, also im westlichen Teil von Kiew losgefahren. Einige Kilometer, 2 Kilometer von Dnipro vielleicht. Und da schauen wir, wie wir weiterfahren an den Osten, also Richtung Nordosten. Und da sagen wir die Grüße unserer Knaben. Dimitri ist Deutsch-Ukrainer. Er lebt seit 7 Jahren in Kiew. Er hat dort als Personalvermittler gearbeitet. Direkt am ersten Kriegstag hat er sich freiwillig gemeldet. Ein Auto bringt ihn zu seiner Truppe. Jetzt kann ich dir noch senden, die exakte Position dort werde ich das nicht mehr übertragen können, ist nicht genehmigt. Der Treffpunkt seiner Miliz soll geheim bleiben. Das ist das Auto, das wir folgen müssen. Auch er weiß nicht genau, wo es hingeht. Apropos, das ist unsere Heimatmutter. Der Haupt, einer der bekanntesten Monumente von Kiew. Der Krieg hat an diesem Tag mit Explosionen in mehreren ukrainischen Städten begonnen. Russland beschießt offenbar gezielt Militärbasen und Flughäfen. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям. Russlands Bodentruppen rücken auf ukrainisches Gebiet, wie hier am Übergang an der Halbinsel Krim. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Dieser Krieg ist Putins Krieg. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві. Es sind Bilder, die viele in Europa lange nicht mehr für denkbar hielten. Прямо ось над котами літають, падли. Полетіли. Dimitri ist am Abend am Rande von Kiew. Da ist die Ukraine schon schwer getroffen. Also das ist eine der Basen, also der Ortschaften der ukrainischen Armee. War ein Flugangriff oder Raketenangriff, weiß ich nicht mehr genau. Eine Kaserne. Später schickt er uns noch 2 Fotos. Er sitzt am Lagerfeuer mit Kameraden. Morgen soll er bewaffnet werden. Ich warte auf Annette in Berlin. Wir fahren gleich an die Grenze. Ukraine, Polen. Sie kommt ein bisschen später immer. Das müssen wir schneiden. Darf ich nicht. Hallo, Annette. Ich weiß nicht, wie das passiert. Oh. Fahren wir los? Wir fahren los. Am Morgen des 2. Tages reisen wir zur polnischen Grenze. Bis zu 7 Millionen Menschen werden fliehen, wird es später heißen. Viele von ihnen werden in Polen erwartet. Am 2. Tag des Krieges gegen die Ukraine rücken russische Truppen auf Kiew vor. Der Kampf um die Hauptstadt hat begonnen. Nach Angaben der ukrainischen Armee zerstören russische Raketen Wohnhäuser. Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer verlassen ihre Städte. Julia ist eine von ihnen.
Sie schickt uns dieses Video, ein paar Kilometer hinter Kiew, aus dem Stau. We are driving here and there is a traffic jam, right? And there is a road where the direction should be opposite to Kiev. But on this direction, on this road, cars actually are driving out of Kiev. Imagine that? So we are moving quite slowly here. There are a lot of jams, traffic jams, on the roads to the west because thousands and thousands of families are leaving. The city, Kiev, is heavily bombed. Julia war bis vor kurzem noch die Pressesprecherin von Ukraines Präsident Zelensky. Bis sie aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden musste, hat sie Zelensky überall hin begleitet, wie hier nach London zu Premier Boris Johnson. Jetzt ist sie eine von tausenden Binnenflüchtlingen. Wir sind an einer polnischen Raststätte und rufen Julia an. Hi, Anna. Hi, Julia. Oh, you know my name already. It's on Signal. Ah, yeah. Oh, that's true. And you are now on the way from Kiev to the Polish border? We are not trying to leave the country. We are just moving to the west. Dass sie bleibt, ist eine Mischung aus Patriotismus und Angst um ihren Freund. Denn Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen die Ukraine seit heute nicht mehr verlassen. Oh. This is military jet. It's like when you stay here, it seems like there is nothing bad, but then you look around, you see that, you know, everything is like usual, but is an empty gas station where there is no gas. But everyone is here because people want to make their pets walk, toilet, some water. Dimitri hat sich wieder gemeldet. Er ist inzwischen bewaffnet. Er schickt uns ein Bild von seiner Einheit. Alles Freiwillige. Dimitri hat sich der OUN angeschlossen, einer sehr rechten nationalistischen Gruppe. Wir kennen Dimitri schon seit ein paar Jahren. 2015, da war er gerade 18, da lebt er noch in München. Im Internet fand er damals ein Video von einem Angriff auf seine alte Schule in Donetsk, im Osten der Ukraine. Angeblich durch prorussische Milizen. Ich konnte einfach nicht glauben, dass das in meiner Schule passiert, wohin ich in der Kindheit gegangen bin. Dimitri kauft sich damals eine Uniform im Military-Laden in München und macht sich auf den Weg in die Westukraine, um sich ausbilden zu lassen. Er will damals gegen prorussische Separatisten kämpfen. Und das, obwohl sein Vater selbst Russe ist und auf der anderen Seite kämpft. Hast du nicht Angst, dass du sie auch auf deinen Vater treffen könntest, weil der ist ja auf der anderen Seite? Nee, hab keine Angst. Wenn ich ihn treffe in einem Kampf, dann bin ich völlig bereit, ihn zu erledigen. Und jetzt kämpft Dimitri wieder. Es kann ja sein, das ist ja richtiger Krieg, es kann ja sein, dass du stirbst. Ja, jeder kann, es kann sein, ich sag dir noch mehr, jeder Mensch wird früher oder später sterben. Vielleicht ist es ein Geheimnis in Deutschland, aber diesen Geheimnis möchte ich dir ein bisschen öffnen, sagen wir mal so. Aus Kiew flüchten mittlerweile immer mehr. An einem Kraftwerk werden Explosionen gemeldet. Schüsse auf offener Straße. Mitten im Zentrum wohnt gerade Alexandra. Sie schickt uns ein Video. Stadt gibt es Krieg. Hallo, ich heiße Alexandra Ortschmann und jetzt wohne ich in einem Hotelzimmer. Hier ist mein Fenster. Ich kann nicht so viel sehen. Zum Beispiel, ich kann dieses Auslandsministerium sehen. Und von diesem Fenster höre ich jede Nacht die Sirene und wie die Raketen fallen und so weiter. Wir rufen Alexandra an. Recording in progress. Sie arbeitet für einen US-Fernsehsender, der sich in einem Hotel einquartiert hat. Alexandra verlässt das Hotel nicht mehr. Fühlst du dich denn sicher oder hast du Angst?
Ich habe ein bisschen Angst, ich bin ein bisschen nervös. Meine Katze ist zum Beispiel zu Hause und mein Haus, ich habe nicht vor nicht so langer Zeit eine Wohnung gekauft, vor einem Jahr. Und das ist neben dem Schutzministerium. Okay, deine Wohnung ist neben einem Ministerium? Ja, und es ist sehr gefährlich. Das heißt, deine Wohnung könnte auch von Raketen getroffen werden, oder was? Ja, das meine ich. Du bist noch in Kiew geblieben. Warum? Wenn ich nicht arbeite, ich fühle ein bisschen mehr Panik oder sowas. Jetzt hier bin ich mit einem Team und dieses Team hat die Erfahrung von Arbeit in Hot Points. Like Conflict Zones. Okay, ja, in Conflict Zones, in Krieg. Ja, okay. Also sie sind Kriegsjournalisten und sie sind nicht so nervös wie die Menschen auf der Straße. Im Osten der Ukraine liegt die Millionenstadt Charkiw. Die zweitgrößte Stadt des Landes. Sie hat schon vor 2 Tagen Artilleriebeschuss durch die Russen vermeldet. Es kommt zu heftigsten Kämpfen, Zerstörung. Wir finden auf Twitter das Profil einer jungen Frau, die offenbar in Charkiw wohnt. Sie postet dieses Video. As soon as I entered the apartment, I heard some blasty sounds outside. I don't want to panic anyone. You cannot really tell how far this is the blast sound coming from, you know? And again, the civilians have to be, as they said, are safe. I'm sorry. This is... Wir kontaktieren Asta. Hi. Anna, can you hear and see me now? Yes, I can. Hi. Asta wohnt in dieser Hochhaussiedlung in Charkiw. Sie ist Inderin, hat in der Ukraine studiert und wohnt seit 7 Jahren hier. Ihr Koffer ist seit dem russischen Einmarsch gepackt. Aber sie bleibt. There was one explosion yesterday morning. And then today there has been two. One since 1 at 5 o'clock in the morning. And 1 at 11. How come you haven't decided to go like by train earlier? Because the reason why I didn't leave is first of all because I don't have people to leave with. I don't want to leave alone. Second, because I'm scared if the train will stop somewhere or the I don't know. I think going somewhere is much more riskier than staying. You know. Außerdem habe sie Meldungen gelesen von Rassismus auf der Flucht. Auch deshalb bleibt Asta in ihrer Wohnung. Wir sind mittlerweile kurz vor der ukrainischen Grenze. Ein Video von Julia, der Ex-Sprecherin von Zelensky, ist gekommen. Julia hat mir heute Nacht eigentlich um 1.16 Uhr und um 4.36 Uhr sie mir Videos geschickt. Die sind immer noch nicht in Lviv angekommen, weil sie einfach noch nicht mal Schrittgeschwindigkeit fahren und haben für 2 Stunden haben sie nur geschlafen. So I just wanted to mention that we are torn here apart because we know that something is happening in Kiev. We are getting messages from our friends from time to time when there is the connection. We don't know what's going on in Kiev and the last messages were just very and very bad. We are moving very slowly as you can imagine and we are hearing aviation flying above us. And we understand that while it's not seen anything here except of traffic, there is something going on in the sky. Ein paar Kilometer von hier entfernt herrscht Krieg. Da werden andere Probleme plötzlich ganz klein. Was wir jetzt und in den nächsten Tagen merken, die Menschen hier rücken zusammen.
Einfach 5 Minuten, 2 Autos haben gepasst und wollten uns helfen. Richtig coole Leute. Wir sind in 5 Minuten an die Grenze. Endlich sind wir da. An der Grenze warten viele Menschen auf Angehörige oder Freundinnen und Freunde aus der Ukraine. Seit dem Vortag dürfen ukrainische Männer zwischen 18 und 60 allerdings nicht mehr aus der Ukraine raus. Viele Kinder, ja. Ja, in den Autos sind alles nur Frauen und oder alte Männer, die mit den Frauen fahren. Sie alle warten auf jemanden. Doch auf ukrainischer Seite stockt es. So, guck mal, siehst du? Mehr Zoom, sind wir da. Da sind echt 400, 500 Menschen oder was? Mhm. Die da stehen und warten, bis sie rein dürfen. Und hinten dran stehen Autos oder was? Ja, das sieht man, sehr viele, viele Autos. Habt ihr noch Platz für... Wir lernen Heinrich kennen. Er wartet auf seine Freundin und eine befreundete Familie. Geht man davon aus, dass ich 2 Tage warten muss. Wir haben heute mit mehreren Leuten gesprochen vorne. Und wir sagen, man muss aber ganz lange warten. Und ich sage, 7 Kilometer von der Grenze sind die ersten Familien und die anderen Familien 15 Kilometer. Und man sagt, 1 bis 2 Tage musst du warten. Auch Heinrich hat einen ukrainischen Pass, war regelmäßig dort. Was denkst du eigentlich, wie wird das? Was passiert da? Kann ich nicht sagen. Weiß nicht. Das ist alles irgendwie durchgemischt. Gefühle, alles komplett. Das größte Problem ist, man weiß nicht zu 100%, was halt passiert. Ne? Ein russischer Raketenangriff auf ein Hochhaus in Kiew. Nach ukrainischen Angaben attackieren die Russen zivile Ziele. Laut verschiedener Experten setzt Russland sogar Streumunition ein. Aber der russische Vormarsch stockt offenbar. Liegen gebliebene Panzer. Die ukrainische Armee leistet mehr Widerstand als erwartet. Präsident Selenskyj schlägt laut Medienberichten ein Angebot der USA aus, ihn aus dem Land zu holen. Значит так, я тут. Ніяку зброю ми не складемо. Будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати. Tatsächlich berichten Medien von enormem Widerstand der Ukrainer. Ein Video zeigt, wie sich im Norden des Landes Zivilisten vor russische Panzer stellen. Eine Frau, die sich mit russischen Soldaten anlegt. In Kiew sitzt Alexandra immer noch im Hotel, wo sie für das US-Fernsehen arbeitet. Sie können die Sirene jetzt hören. Und jetzt ist es sehr gefährlich, hier zu stehen. Deswegen gehe ich zurück zur Arbeit. Wenig später bekommt sie ein Angebot zur Flucht. Raus aus Kiew. Doch sie will erst noch mal in ihre Wohnung. Ich fahre mit einem Taxi nach Hause, um meine Katze mit mir nehmen. Wir mussten dort fahren. Aber okay, sie können hier. Kiew ist gespenstisch leer. Die Fahrt mit dem Taxi lebensgefährlich. Ich habe nur 15 Minuten, um meine Katze und alle Sachen zu packen. Also, das Leben ist so in der Ukraine. Wenig später beschickt Alexandra uns ein Video. Ein Moment. Ja, es ist noch eine Papagei in unserem Auto und meine Katze. Ich habe das geschafft, sie zu holen. Es ist perfekt. Putins Armee rückt weiter auf die Hauptstadt vor. Es kommt zu Straßenschlachten. Viele Bewohnerinnen und Bewohner verstecken sich in Kellern. Alexandra hat sich entschieden. Gemeinsam mit dem US-Fernsehteam flieht sie. Ja, ich liebe Kiew und ich wollte nicht raus.
aber ich glaube, ich muss, weil es wirklich gefährlich ist. Noch steht nicht fest, wohin der Bus fährt, weil Kiew zunehmend eingekesselt wird. Hauptsache Richtung Westen. Am Abend an der Grenze zu Polen. 3 Tage nach Kriegsbeginn sollen schon 100.000 Menschen aus der Ukraine geflüchtet sein. Doch einige Busse fahren auch in die andere Richtung. Freiwillige Kämpfer sollen darin sein, erklärt uns einer der Umstehenden. Wir sprechen sie an, doch keiner will mit uns reden. Wir waren den ganzen Tag hier an der Grenze und jetzt fahren wir wo hin? Zu der Erstaufnahmeeinrichtung. Ganz genau. Weil die Leute mit den Bussen, die zu Fuß kommen über die Grenze, also manche lassen anscheinend sogar die Autos dort einfach stehen und laufen dann zu Fuß rüber und werden dann mit Bussen weiter transportiert. Auch hier wieder jede Menge Menschen, die helfen wollen. Auf Schildern bieten sie Mitfahrgelegenheiten an, eine Unterkunft oder einfach nur Essen. Viele Polinnen und Polen fühlen sich den Menschen in der Ukraine besonders nahe. Und sie sind dankbar. Why do people feel so like passionate and open and like be like, okay, come to my home, come to my country? It's very simple, because we want to help them. They fight for us. They fight for you? Yes, I think so. What do you mean by for that? For you too. Because I think that Russia will not stop in Ukraine and they go to the Poland. Maybe not the nearest future, but they want to restore the Soviet Union, like something like that. Am Abend kriegen wir eine Nachricht von Asta aus Charkiw. Sie ist immer noch allein in ihrem Apartment. So, that's my safe place. Safe space for now. 26th February 2022, 6:30 in the evening, and I was just trying to get some sleep when I got a call from one of my friends who was able to cross the border of Poland, and he's safe. I'm happy for him and his friends, but at the same time I'm shit scared by myself because I'm still thousands of kilometers away from a safe place. I'm still in Kharkiv and right now there are no explosions outside anymore, but there is no rescue team either. And if tonight it will be very similar like last night, probably I'll leave tomorrow. So I just hope tonight will be better. Die ukrainische Armee meldet schwere Kämpfe über Nacht. Doch Kiew bleibt in ukrainischer Hand. Am nächsten Morgen an der polnisch-ukrainischen Grenze. Heinrich wartet immer noch auf seine Freundin. Ich hoffe, er schläft nicht. Nicht, dass wir ihn aufwecken. Hi, Heinrich. Hi. Wie geht's dir heute? Geht. Geht so? Kalt. Es ist kalt, oder? Man kriegt halt so Dinge, ne? Das ist schon. Es wird ja alles angegriffen. Häuser, alles. Aber hier. Heinrich zeigt uns eines von vielen Videos, die er über Telegram bekommt. Es soll die aktuelle Situation in der Ukraine zeigen. Nicht alles ist wirklich echt in diesem Video, aber die Bilder sind mächtig. Ja, schon heftig.
Aber immer gerne die Frage in den Putin stehen, was machst du da vor Ort? Das die Häuser zerstören? Frauen ohne Männer lassen? Die Kinder ohne Väter und Mütter? Also es geht überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Seine Freundin ist immer noch im Stau auf der ukrainischen Seite. Jetzt quasi, gibt es was Neues? Wir sind immer noch am Warten. Also letzte 12 Stunden, glaube ich, 1,5 Kilometer sind gefahren. Das ist schon viel, ne? Das ist kein Ende. Das ist kein Ende. In der ostukrainischen Stadt Kharkiv rücken an diesem Tag russische Truppen bis ins Zentrum vor. Es kommt zu Straßenkämpfen, hier ukrainische Kämpfer. In dieser Stadt harrt Asta immer noch in ihrer Wohnung aus. I heard two loud sounds and I thought I would come back. But I have to stay away from the windows because I just had my third panic attack and I'm so scared, honestly. They have been doing airstrikes, and one of my friends yesterday, when she called, she's like, three buildings next to her building, there was an airstrike, and like two or three floors from the above are like destroyed totally. She was so panicked, she has been stuck in her washroom, and me too right now. I was just in a bathtub sitting and thinking about, and I'm shaking, and I haven't slept for 36 hours. I'm not that lucky to survive an airstrike. Kilometer weiter westlich, Lviv. Das sieht auch verrückt aus. Das sieht so, wie nichts passiert jetzt. Es ist ein Frühstück in einem Hotel. Alexandra hat es nach 15 Stunden Busfahrt hierher geschafft. Sie ist immer noch mit dem Team eines US-Fernsehsenders unterwegs. Ich sehe jetzt wie ein Mensch aus. Ich habe gut geschlafen. Ich bin wirklich glücklich, dass ich diese Pause im Krieg gehabt hatte, um meine Nerven zu beruhigen. Alexandra hat keine Wintersachen mitgenommen. Doch das ist jetzt egal. Hier in Lviv scheint es friedlich zu sein. Jedenfalls bis zum Abend. Fliegeralarm. Die Menschen sind schon hier. Durchsage im Luftschutzkeller. Vielleicht. Hier im Hotelzimmer wirkt es einigermaßen sicher. Doch die Ereignisse in ihrer Heimatstadt überschlagen sich. Kiew ist umzingelt jetzt. Ich lese immer die Nachrichten. Ich texte meine Familie und meine Freundin, die in Kellern sitzen. Und ich verstehe das. Es ist unverständlich, was passiert. Was passiert in Mitte Europas im 21. Jahrhundert?
Das kann nicht sein. Währenddessen in Moskau. Präsident Wladimir Putin aktiviert die nächste Eskalationsstufe. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Dazu zählen auch Atomwaffen. Zeitgleich gibt es einen winzigen Hoffnungsschimmer. Seit Beginn der russischen Invasion soll es erstmals Gespräche zwischen Russland und der Ukraine geben. Ich sage, ich glaube nicht so sehr an das Ergebnis dieser Begegnung, aber wir müssen versuchen. Trotzdem gehen die Luftangriffe auf die Ukraine weiter. In Kiew bereiten sich die Menschen auf russische Bodentruppen vor und bauen Molotow-Cocktails. Irgendwo hier wartet auch Dimitri auf seinen Einsatz. Einen Tag lang haben wir nichts von ihm gehört. Jetzt schickt er diese Nachricht. Wir bleiben immer noch im Stab. Das Befehl lautet, dass wir ungefähr in der Früh am Montag an die Front geschickt werden, außer etwas anderes passiert, auch mitten in Kiew. Wir rufen ihn an. Hi, erstmal guten Morgen. Er wirkt entspannt, sagt, er freue sich, dass die Verteidigung der Ukraine offenbar halte. Schau, das beste Szenario aus meiner Sicht für uns als Einheit und für mich auch persönlich wäre ein Verteidigungskampf in einer Stadt, weil es dort deutlich die Distanzen zum Schießen viel näher sind und die eintreffenden Truppen ist es deutlich leichter für nicht professionelle Milizen zu beschädigen, zu vernichten. In der Stadt als am Feld. Das wäre so meine Vorliebe, sagen wir mal so, für eine Kampfart. Habt ihr die Nachricht bekommen, dass sozusagen Deutschland zugestimmt hat, dass Waffen an die Ukraine geliefert werden? Ja, das ist auch gut. Also jetzt ist klar, weil in Deutschland diese komische, meiner Sicht nach, Friedenspolitik stört jetzt den Frieden schon seit langem. An der Grenze. Wir rufen Julia, die Ex-Sprecherin des ukrainischen Präsidenten, noch einmal an. Sie ist inzwischen an ihrem Ziel angekommen, in einem kleinen Dorf nahe der polnischen Grenze. Sie bleibt dort, in der Ukraine. The sun is shining. It was snowing for all the night, so the snow is everywhere on the rooftops. And this guy wanted to say you hello. That's why you are Benny. Hi, hello. Hi. Yesterday he did something. He proposed to you. Oh, nice. Crazy. Yeah, it is. It's time of war and great love. Yeah, he said, now we know what we will do on Victory Day. Trotz der Übermacht der russischen Armee, die Ukrainer gewinnen die Herzen. Lviv im Westen ist inzwischen so etwas wie ein Drehkreuz geworden. Hier kommen Geflüchtete aus anderen Teilen der Ukraine an. Alexandra, die Fernsehproducerin, schickt uns diese Bilder. Hier starten Soldaten und Freiwillige an die Front. Alexandra trifft Männer, die Proviant packen. По ситуації, без паніки, люди налаштовані до боротьби. Зараз передають гуманітарну допомогу у вигляді карематів, їжі, певних засобів для хлопців, які у нас приймають участь в бойових діях. І, відповідно, ось будемо передавати воду для прикордонників. Люди налаштовані, не панікують. Нам нема куди діватися, це наша земля. І будемо боротись, і ми переможемо. In der Innenstadt errichten Soldaten Mauern aus Sandsäcken, falls die Russen auch nach Lviv kommen.
Am Morgen in Kharkiv. I'm going to leave to the station today. I'm going to leave Kharkiv and I have no idea when I'm going to be back and when everything will be fixed and if I'll be back. I will miss that, my table where I used to work, my content. I'll miss my paintings. I just recently started painting and these are the best works I did. I was thinking to create a shop and probably sell these paintings. This is like, these paintings have emotional value, you know? And it's not something easy to just leave behind. Okay, so I'm leaving to the Kharkiv station. No taxis, no private cars or anything going from my place to Vokzal. Basically, right now, I'm with my bag on a road, I think 1.5 or 2 hours of walk to the station. And I hopefully I don't miss the train. In derselben Stadt schlagen an diesem Tag russische Raketen ein. Laut örtlichen Behörden beschießen die russischen Streitkräfte Wohnviertel. Den Behörden zufolge gibt es Tote. That hole where people are waiting is going to 15 Uhr. Asta hat es zum Bahnhof geschafft. Finally reached the platform. But hey, the train is delayed until tonight. 9 or 10 p.m. Also warten. For now, I'm just waiting. Now I almost left everything. Well, I'm okay, I'm safe. I know that's important, but right now I just have like a couple of clothes with me. 6 Stunden später soll der Zug kommen. Am gleichen Abend an der polnischen Grenze. Heinrich hat endlich gute Nachrichten. Seine Freundin und ihre Familie sollen heute Abend über die Grenze kommen. Ah, da sind die Entsorger. Конечно. Щепока. Щепока. Эй, что? У вас тут холодно очень. Конечно, у вас холоднее, чем у нас. Все, сейчас пойдем. Сколько лет, сколько зим? Да. Привет. Пошлите греться. Давай, вон, да, 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 сюда, вниз. Lacht sie jetzt wirklich so? Ja klar. Happy, fröhlich. Ich freue mich, dass deine Familie jetzt da ist. Du hast auch gesagt, dass der Rest deiner Familie. Ja, heute Nacht wahrscheinlich, ja. Aua! Вот так. Махай ручкой в камеру. Вот так. Dann gute, gute Fahrt. Danke. Ich freue mich. Одна картофля, одна холодная. Да. Bahnhof Kharkiv. Astas Zug Richtung Westen soll bald kommen. Wir rufen sie an. Hi, the train will come in 10 minutes, but we're not sure if the train will come. I'll show you. There are people like waiting. They have priorities set because they have like Ukrainian women and Ukrainian kids are the first priority to leave. And after that, the foreigners. This is the door for foreigner people. And there's one door for other, for just Ukrainian citizens. There is a door for foreigners and a door for Ukrainians. Yes. And which one has priority? Ukrainian women and kids are priority. And after that, foreigner girls, you know, and after that, foreigner guys. And then that's it. Ukrainian men are not allowed to hop on the train because they have to stay in Ukraine. They are not allowed to, well, not this one, but any train, you know. They're not allowed to go anywhere. Hi. They're going there.
I want to leave. Because the train should pass. Are you sure the train is coming there? Can I call you later? My friend on there? Yeah, sure. Aber falscher Alarm. Der Zug kommt nicht. I want to cry. But I cannot do so many people. Okay. Asta hat seit dem Morgen nichts gegessen. Den Bahnhof verlassen darf sie auch nicht. Sperrstunde. Sie verbringt die Nacht in dieser Ecke unter der Treppe. Am nächsten Morgen in Kharkiv. Eine Rakete schlägt auf dem Freiheitsplatz im Zentrum ein. Sie trifft das Verwaltungsgebäude der Stadt. Drei Kilometer entfernt vom Bahnhof. Asta hat es zum Glück kurz davor in den Zug geschafft. Well, we left Kharkiv. We left Kharkiv around 7:30. And around 8 o'clock in the morning, there was an explosion in the city of center of Kharkiv, which we got to know after boarding the train. And looking at that video made me think that how many years I have spent in that city, walking right next to that building so many times. Ihr Ziel ist, irgendwie nach Westen zu kommen. Dafür muss sie erstmal nach Kiew. Offenbar wird der Sturm auf die Hauptstadt vorbereitet. Satellitenbilder zeigen eine über 60 Kilometer lange Kolonne russischer Militärfahrzeuge, die auf Kiew zurollt. Auch die Angriffe aus der Luft gehen weiter. Eine russische Rakete schlägt im Kiewer Fernsehturm ein. Bahnhof Kiew. Laut Journalisten vor Ort sind Züge mittlerweile die letzte sichere Route raus aus der Hauptstadt. In einem dieser Wagen sitzt Asta. Ihr Zug aus Kharkiv macht hier eine halbe Stunde Zwischenstopp. It's a very overcrowded. There are so many people outside still, but there are only limited people allowed on the train. Russische Truppen erhöhen den Druck auf Kiew. Der Beschuss auf die Stadt nimmt zu. Der Feind sei da, sagt der Bürgermeister von Kiew. Ситуация, которая есть, наглашую еще раз. Загрозливо. Ворог хоче взяти серце нашої країни, але ми будемо битись. І Київ не віддамо. Збройні сили, тероборона, небайдужі мешканці готові і будуть обороняти столицю. Asta hat es nach Lviv geschafft. 40 Stunden, nachdem sie ihre Wohnung verlassen hat. Ein Freund hat diesen Schlafplatz organisiert. And he got me some food, tea, water. And he told me that I can stay here until whatever time. This is the first apple I'm having since 28th morning. Like, I didn't even eat before leaving Kharkiv because I was just so in rush and stuff. Rush, anxiety. I wanted to run away, save myself.
Hier kann Asta erstmal zur Ruhe kommen. In Charkiw, dem Ort, an dem Asta die letzten 7 Jahre lebte, nehmen die Angriffe weiter zu. Die UN-Vollversammlung hat die Invasion Russlands in die Ukraine mit großer Mehrheit verurteilt. 141 Länder stimmten dafür, 5 dagegen. Selten war sich die Welt so einig. Oleksandra arbeitet weiter in Lviv. Zumindest, solange es keinen Atomangriff gibt, sagt sie. Auch Julia, die Ex-Sprecherin von Präsident Zelensky, bleibt in Lviv. Sie will ihren Freund heiraten, sobald die Ukrainer gesiegt haben. Heinrichs Familie ist inzwischen komplett angekommen. Dimitri wartet weiter in Kiew auf den Häuserkampf. Asta sitzt genau eine Woche nach Kriegsbeginn im Auto zur polnischen Grenze. Danach will sie weiter zu ihrer Familie nach Indien.